Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. In der letzten Folge haben wir uns noch so ein bisschen in Dolet umgeschaut und sind danach ein bisschen durch die Pampa gelaufen und haben über alles Mögliche gesprochen. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ich denn diese Folge letzten Endes nennen soll. Am liebsten würde ich ja alles reinpacken, ne? Seattle-Angriff, Trump-Gespräch, Fridays for Future, Naivität der Menschen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie Rollercoaster, Off-Topic, irgendwie sowas nennen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe mich jetzt beruhigt, das ist einige Stunden her. Am Ende des Tages interessiert es mich nicht, wer was sagt, sondern was wer sagt, ja. Also es, falls das so rübergekommen ist, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendjemandem hinterher renne, nur weil er gerade das sagt, was mir passt. Ja, es ist egal, ob jetzt auf der einen oder der anderen Seite irgendwelche Wissenschaftler sind, irgendwelche Leute mit irgendwelchen Titeln, mit 1er Abi oder so, es ist mir vollkommen egal. Am Ende des Tages finde ich die menschliche Spezies, die meisten von diesen sowieso, habe ich einen unbeschreiblichen Hass. Ich finde diese arrogante, oberflächliche, egoistische Spezies einfach so oder so kacke. Also nicht falsch verstehen. Aber es geht hier um uns alle, es geht um den Planeten. Und wenn dann mal eine Gruppe von Scheißern das Richtige vertritt, dann kann man ihnen ja auch mal so ein bisschen helfen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mit... Lass mal noch ein bisschen laufen. Ja, warte mal, da ist jetzt Timber, ne? Der Timber Bahnhof. Kann ich hier rein? Hat ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt. Voll. Cookie. Ich meine, das ist jetzt nicht, und vor allem ist es auch nur zweimal. Es ist jetzt nicht so krass wie Eiska, aber nehmen wir mal an, mein Magiewert wäre höher. Hätte er da jetzt mehr gezogen? Wahrscheinlich nicht, oder? Scheiße, jetzt möchte ich das hier ein bisschen sortieren. Wo war ich jetzt? Ja, Moment. Ich werde es nie lernen. Zauber. Ich will doch den Zauber ordnen. Und will das Feurer hier... Naja, das ist dann die Ra-Spalte und das 8 ist die Gar-Spalte. Machen wir es einfach mal so. Ich habe beispielsweise mal die liebe Naomi Seibt angeschrieben, die Leute, die so ein bisschen in dieser Wahrheitsthematik drin sind, die haben die vielleicht schon mal gehört. Die war ja in den letzten 3-4 Monaten sehr, sehr gehypt, ne? Also, sie wurde gehypt. Sie hat ja durch ihre Mutter, die da sehr schon in dieser Wahrheitsbewegung drin war, und durch diese Wahrheitsbewegungs-YouTuber einen ordentlichen Push bekommen, was mich persönlich auch wieder ein bisschen abfuckt. Ne, dass dann gewisse Leute wieder gewisse Unterstützungen kriegen und ich denke mir immer so, wo bleibt jetzt mein Push von 50.000 Abonnenten oder so, ja. Das ist dann schon so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, ich finde es jetzt gut, was sie sagt, aber ich finde es scheiße, dass sie quasi durch ein einziges Video, was sie veröffentlicht hat, durch irgendwelche Connections wieder mal mehr bekommen hat als ich. Wo sie doch YouTube gar nicht so lange macht wie ich. Klar, ich mache jetzt keine politischen Videos 24/7, aber ihr versteht schon, Arbeit und so. Und ja, ich muss sagen, dass sie mich sehr, sehr angesprochen hat. Ich habe versucht, sie zu daten, okay? Ich geb's zu. Ich habe sie eiskalt auf Facebook angeschrieben. Und ich habe einfach versucht, den Kontakt aufzubauen. Und natürlich habe ich sie dann zum Beispiel gefragt, so was sie halt von Spielen hält. Und sie ist ja, keine Ahnung, sie hat ein, was war das, 1,5 Abi oder irgendwie sowas. Und ist ja in einem ordentlichen Elternhaus aufgewachsen. Was heißt ordentlich? In einem... Ich würde schon sagen, so, es geht so in diese reiche Umgebung, in diese schnöselhaftige, ne? Mutter, Anwalt und so weiter. Also soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber sie ist halt kein gewöhnliches Mädchen, sage ich mal.
Und ja, mich hat ihr Vokabular, ihre politischen Videos haben mich sehr angesprochen. Ich hatte bis dato noch kein Mädchen, keine Frau von diesem Kaliber gesehen. Ne, so, ich hab bisher noch keine so eine intelligente Frau kennenlernen dürfen. Aber wir sind dann auf das Thema Spiele gekommen und eben, deswegen habe ich es gerade angesprochen, eben weil sie aus einem speziellen Elternhaus kommt, hat sie sich dann so hingestellt von wegen, ja, ich hab Spiele, ich hab's schon mal gesehen, das ist ganz nett, aber es kann nicht mit meinen Büchern mithalten. Geschichten werden in Büchern viel besser geschrieben und so weiter, und das hat mich dann extrem getriggert. Ich musste mich auch sehr, sehr zusammenreißen. Ich wollte ihr eigentlich... Also erstmal habe ich ihr ein paar Monate Zeit gegeben. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Aber ich wollte sie dann natürlich ihr dann so einen langen Text schreiben. Von wegen so, aha, und so. Aber habe ich nicht gemacht. Ich kann es aber an dieser Stelle mal erzählen. Das ist dann so dieser Widerspruch, ja. Du hast diese politischen... diese Freiheitsbewegungs-YouTuber, die dann auch wirklich Ahnung von dem haben, von dem sie da reden, ja, keine Frage, ich stimme ihr in allen Sachen zu, die sie in ihren Videos gesagt hat. Es ist halt ihr Thema, ja, aber fernab von dem ist es halt wahrscheinlich genauso ein verkorkster, behinderter, oberflächlicher Drecksmensch wie auch alle anderen, ja, kommt an, stellt sich kackendreist hin und sagt, ja, ich hab dieses Spielhobby. Ich hab das schon mal gesehen. Also mal so beim Vorbeigehen oder so. Ich hab jetzt überhaupt gar keine Ahnung von dieser Thematik. Also hat sie jetzt nicht so gesagt, aber das könnte man ja rauslesen, wenn sie sagt, sie hat das mal gesehen. Ich hab sie auch mal gefragt, ja, was hast du denn gespielt oder so? Und ich hab ihr sogar Metal Gear Solid 2 ans Herz gelegt und hab ihr erzählt, dass Metal Gear Solid 2 auch in diese politische Richtung geht und uns quasi vor dieser Zukunft gewarnt hat, die jetzt unsere Gegenwart ist. Und ich habe ihr sogar das Video verlinkt, was ich selber gemacht habe. Ich habe ihr auch mein Rezo-Video verlinkt, was ich selber gemacht habe. Also ich, ne? Aber, nee. Da heißt es dann einfach, ja, es sind ja Spiele. Ich komme ja aus einem feinen Elternhaus. Ich lese ja Bücher. Ja. So, ich meine, ich hatte, glaube ich, am Anfang dieses Let's Plays, habe ich auch mal so drüber geredet, so, ich hab persönlich, also ich musste durch die Schule, musste ich ein, zwei Bücher lesen, okay, aber fernab von dem habe ich nie wirklich ein Buch gelesen, aber mich immer hingestellt und gesagt, hey, Bücher haben ihre Berechtigung, Spiele haben ihre Berechtigung, ne, ich finde, dass Bücher einfacher haben, eben weil man sich die ganze Kacke im Kopf vorstellen kann, und Spiele haben es dann natürlich schwerer, weil sie dir alles zeigen und weil sie auch interaktiv sind. Ja. Aber ja, der Punkt ist, trotzdem ich nie wirklich intensiver Leser war, habe ich das, sagt man, Format, das Buchlesen, die Tätigkeit immer respektiert. Habe mich niemals hingestellt und gesagt, ja, ne? Aber sie stellt sich hin und sagt quasi, ich habe zwar keine Ahnung von Spielen, aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass die niemals mit Büchern mithalten können. Und da wird dann eben halt der Punkt, wo ich mir dann persönlich wieder gesagt habe, okay, das ist jetzt ein nettes Mädchen, sie sieht gut aus, sie hat ein Vokabular, da können die meisten Mädchen, die ich kennengelernt habe, davor, danach, dahinter, wahrscheinlich nur von träumen, da kann man sich wirklich mal was abschauen. Politische Videos 1A, aber fernab von dem ist sie wahrscheinlich genauso ein abscheulicher Mensch, auf den ich wirklich verzichten kann. Was heißt abscheulich? Ja, sorry, aber ich muss das so sagen. Ich finde es, wenn jemand etwas kritisiert oder sich dazu erdreistet, etwas kategorisch einzuordnen, von dem er keine Ahnung hat, einfach... Ich finde das eklig. Ich finde das wirklich eklig. Und da merkt man halt so, es ist wirklich toll. Ich könnte euch jetzt noch 20 andere freiheitliche YouTube-Kanäle aufzählen, die ich wirklich alle in dem unterstütze, was sie tun. Aber fernab von dem, was sie in ihrer Freizeit machen, ob die wirklich auf alles einen objektiven Blick haben. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Na, das wollte ich nur mal nochmal an dieser Stelle sagen. Dass mir jetzt keiner irgendwie vielleicht Fanatismus oder so unterstellt. Ja?
Wir können gerne, ich sag mir dann persönlich, wir können gerne Hand in Hand zusammen diesen Klimascheiß bekämpfen, aber wenn wir mit dem Thema fertig sind, dann möchte ich mit euch, mit den meisten von euch nichts mehr zu tun haben, einfach weil sich dann wahrscheinlich herauskristallisieren würde, dass ihr von anderen Sachen keine Ahnung habt. Ja. Das ist auch so, schätzungsweise, mit dem will ich jetzt eigentlich den, nein, den will ich nicht töten, den habe ich noch nicht abgelutscht. Wir gucken auch nochmal hier sicher zu, aber nein, das passt. Okay, Squall mittlerweile bei über 1000 HP. Was wollte ich gerade noch sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Fuck. Moment. Ah ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das ist vielleicht auch so mit so einem Grund, wieso mein Kanal vielleicht nicht so hundertprozentig bei den Leuten anschlägt. Weil das eben halt irgendwie eine Mischung aus allen möglichen ist. Ich meine, ich habe 2, 3 Musikvideos, auch ein paar zusammengeschnittene Musikvideos, ein bisschen Comedy, viel ernste Off-Topic-Themen und so weiter. Ne, das ist halt so, das. Ist das ein Todzauber oder ist das ein Steinzauber? Was ist das? Ich wollte doch jetzt einfach nur lutschen und dann schläft der ein und die hat eine Zahl über ihrem Kopf. Was passiert hier schon wieder? Bitte stirb nicht, Gocke. Phoenix Gocke, was passiert mit dir? Ich würde sagen, die. Ja, genau, okay. Ja, von mir aus. Echokraut? Ne, Goldnadel war das. Ich hatte doch hier eine verkackte Gold. Oder heißt das in dem Spiel anders? Doch, nee, da. Ich hab die erste Zeile nicht gelesen. Ich hatte es gerade gesagt, ne? Ja, das ist so schwierig, wenn man sich besonders bei YouTube. Ach, nur fucking Blitz. Naja, wir können ja mal eine Runde lutschen. Wenn man sich nicht auf eine Sache spezialisiert, vor allem so alleine Gaming-Kanal zu sein, das ist ja auch schon, das, also du müsstest dich ja selbst, wenn du Gamer bist, auf ein Spiel fokussieren. Ja, müsstest ja den ganzen Tag Minecraft oder League of Legends oder so spielen. Also selbst wenn du, wenn ich jetzt nicht so viel reden würde und keine Musikvideos gemacht hätte und so, selbst wenn ich nur ein purer Let's Play-Kanal wäre, zu 100%. In dem Fall bin ich jetzt zu 70% oder so. Selbst dann ist es immer noch entscheidend, was du spielst. Ja. Und ich gehe ja eher so ins Oldschoolige, hab das ein oder andere Aktuelle aber auch gespielt. Und ne, das ist auch so das, was ich an dem Menschen von heute so hasse, dass er wirklich so selektiv, so unbeschreiblich oberflächlich. Wie verhält denn der aus? Agiert. Das merkt man vor allem auch bei Twitch. Ja, wenn man sich mal den ein oder anderen Streamer so ein bisschen angeschaut hat, beziehungsweise sich Entladung, jetzt wird er wütend, sich anschaut, was da so mit seinem Publikum passiert. Da gibt es dann Leute, die streamen. Ja, League of Legends halt, ja. Und dann kriegen die, keine Ahnung, 50, 60, ich rede jetzt mal von kleinen Kanälen, 50, 60 League of Legends Follower, ja. So, und dann hat der aber keinen Bock mehr auf League of Legends und spielt was anderes. Und dann kommen diese Zuschauer nicht mehr zurück, ja. Und dann legt der vielleicht kurz für 5 Minuten nochmal League of Legends ein und dann hat er auf einmal 60 Zuschauer. 60 aktive, also die, oder hatte ich 50 gesagt, dann kommen alle auf einmal wieder, ja, oder so, das ist so, es ist ekelhaft, es ist einfach traurig, das, ja klar, man, in erster Linie findet man Leute durch Videos, okay, aber im Endeffekt ist es doch, ich meine, irgendwann ist die Kamera manchmal, ne, wenn ich in den Wald gehe, ob das mit Leuten, die Menschen in den Wald locken, um sie dann umzubringen, ob die auch so eine komische Kamerafahrt haben? Jetzt bin ich komplett verwirrt. danke Spiel, danke. Wieso bin ich eigentlich überhaupt in den Wald gegangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, guck mal. Bei denen muss ich immer an Stumm denken. Also in erster Linie, weil sie Stumm verbreiten mit ihren normalen Attacken. Stumm und Gift. Hat sich über die Teile, glaube ich, nicht so wirklich geändert. Das Gemach. Gemach. Oh, du kannst nicht Schweigen einsetzen. Das ist natürlich dumm. Wieso hast du nur einmal Schweigen? Verstehe ich nicht, ey. Dann macht es jemand anderes. Schweigen ist Gold. Das hast du eben eingesetzt.
war ich mit meinem Thema fertig. Ja, da, ne, auch so ein Grund, wieso ich die Menschen halt hasse. Weil sie, klar, sie googeln dich wegen einem Spiel und dann ist das Spiel vorbei und dann mögen sie dich auf einmal nicht mehr oder was. Ja, das ist das. Klar, dann könnte man wieder sagen, ja, weil du nicht unterhaltsam genug warst. Aber warum schauen die Leute dich dann? Es gibt tatsächlich so kranke Leute, die, denen ist es wirklich egal, wer ihr Lieblingsspiel spielt. Hauptsache, es spielt jemand. Ha, der stiehlt mir, der drawt. Lul, der drawt. Hat mein Zauber jetzt eigentlich gewirkt? Ich habe nicht aufgepasst. Egal, so gefährlich ist er ja nicht. Sieht ein bisschen gefährlich aus, aber ist es ja nicht. Konfus. Anti-Z. Der hat ja ein richtiges Paket, ey. Ich habe auch ich habe ja von Twitch-Zuschauern geredet. Da war auch einer, da wurde ein bestimmtes Spiel gespielt und dieser Mensch kam immer, wenn dieses Spiel gespielt wurde, ja. Aber wirklich nur dann. Und hat dann, das ist das, was ich auch so eklig an Twitch-Zuschauern finde, dieses... Ich krieg irgendwie Schiss so langsam hier. Ja, das hat jetzt wahrscheinlich eine Menge abgezogen, auch wegen dem Gemach. Ich will aber schauen, was der mir noch so geben kann an AP und so. Backseat Gaming. Ja, da wurde so ein bestimmtes Spiel gespielt und dann hat diese Person, obwohl sie es gar nicht wollte, also anfangs hat sie nicht drum gebeten, aber sie hat fand das dann gut. Kommt dann natürlich immer auf den Stream an. Immer die ganze Zeit Spieltipps gekriegt. Und da wurde dann immer gespoilert und gespoilert und gespoilert, ja. Weil der kranke Mensch eben halt so auf dieses Spiel fokussiert war. Und er musste dann, klar, er mag das Spiel, er wollte seine Liebe teilen, okay. Aber dieser Mensch hatte dann eben halt, das war ein aktuelles Spiel. Der hatte dann einfach mal 30 Leute abonniert, die alle gleichzeitig dieses Spiel gespielt haben. Und dann ist er quasi immer, hat er geschaut, okay, wer von diesen 20, 30 Leuten spielt das gerade? Und wenn das Spiel dann mal nicht weitergespielt wurde, dann ist er einfach, ne, also quasi wie ein Drogenabhängiger, der immer da geschaut hat, okay, welcher Dealer ist gerade auf der Straße? Und dann hat er den Dealer vollgelabert. Und ich finde das einfach krank. Dass man sich so auf ein Spiel fokussieren kann und den Menschen dann einfach komplett links liegen lässt, wenn er es denn gerade nicht spielt. Ja, also, naja, da könnte ich auch noch stundenlang drüber reden. Aber lassen wir das mal an dieser Stelle. Handy stimmt mir zu. Und versuchen mal noch, jetzt muss ich wieder überziehen, hier ein bisschen konfus aus ihm zu lutschen. Lutschi, lutschi, lutschi. Und dann definitiv mal den zu penetrieren. Zumal ich eigentlich auch am Anfang der Folge nochmal meine Jazz checken wollte, weil das eine oder andere wurde ja erlernt. Bei Squall ist ja auch HPK fällig. Ja, du dämliche Schlampe. Wie wär's, wenn du einmal konfus lutschst? Ich glaube, du hast es noch nicht gemacht, oder? Einfach damit ich den Slot mal habe. Wir checken mal. Ah ne, sie hat konfus. Ja, jetzt wo ich Gravit gerade sehe, ja, das hätte ich mal auf Diablos feuern sollen. Guter Kommentar. Sowas ist mir dann wieder nicht eingefallen. Schade drum, ne, weil dann hätte ich ja ihm ein Viertel oder so abgezogen mit einem konfus. Da war ich anscheinend nicht schlau genug. Und ich bin dann gleich mal tot, schätzungsweise. Aber wobei, ganz ehrlich, ich flüchte. Oh, wobei, warte. Warte, ja, das ist nur... Ach komm. Ich gehe. Ja, ich musste gerade spontan wieder an den T-Rex denken, ne? Ich habe trotzdem ein bisschen gekriegt, weil ich ihn angeknabbert hatte. Also wahrscheinlich bringt's gar nichts. Ja, so. Habe ich sonst noch was zu dem Thema zu sagen? Ich denke, ich habe alles gesagt. Fürs Erste. Es ist ja auch okay, ne? Wie gesagt, nicht falsch verstehen. So, wenn jetzt jemand mit dem... Ich kann auch mit Fußball nicht viel anfangen und mit Football und... warte mal, Football ist doch Fußball, oder? Also, klar. Also, ich meinte das mit dem, wo die so ein Ei kicken und dann sich so an... Das war Rugby, ne?
Ne, und Golf und so weiter, aber ich kann das eben halt alles respektieren, aber bei anderen heißt es dann immer, ah, oh, das ist scheiße, anstatt einfach zu sagen, ja, dein Ding, okay, nein, meins ist besser, mein Hobby ist das geilste und dein Hobby ist scheiße, passiert mir immer wieder. Das ist auch so ein Grund, wieso ich diese Menschheit so hasse. Weil sie können sich keine Fehler eingestehen, sie können keine Kompromisse eingehen, sie können einfach nichts Diplomatisches, nichts Freundliches sagen. Ja, unter Freunden ist es ja seit Jahrzehnten auch so, dass man sich gegenseitig beleidigt, gegenseitig immer verkackeiert, weil man sich nicht traut, was Nettes zu sagen. So anstatt mal so seinem Kumpel zu sagen, hey, ich bin froh, dass du da bist, ich mag dich. Hey, na, lang nicht mehr gesehen, ich hab dich vermisst. Heißt es, ach, da ist ja der dumme Spasti, na, wie geht's, du Arschloch, ja? Er will damit dasselbe sagen, aber er traut sich nicht. Wegen seiner Charakterschwäche oder weil er Angst hat, dass man aus seinen lieben Wörtern implizieren könnte, dass er vielleicht schwul ist oder so. Ja, ey, du bist ja nett zu deinem Kumpel, bist du schwul oder was? Ja, so dieser gesellschaftliche Druck und so, das ekelt mich einfach. Das, ja, ekelt mich extrem an. Also, ja. Aber okay, ich muss aufhören. Ich hatte eine Pause gemacht. Ich weiß nicht, wann hatte ich die letzten Folgen gemacht? Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Ich habe locker 7 Stunden Pause gemacht. Es lässt mich manchmal nicht los. Hatte ich nicht? War das der heutige Aufnahmetag? Oder war das der letzte, wo ich so meinte, ich habe auch gar keinen Bock, off-topic zu reden? Es hat ja echt lange gehalten. Fuck. In der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen weiter umschauen, schauen, ob ich die Orientierung wiederfinde und dann gehen wir in den Wald. Was ich eigentlich schon vor 1-2 Stunden machen wollte. Ja, passiert, ne? Passiert. Ich frage mich auch, wie lange das Let's Play in dem Tempo wohl dauern wird. Ich meine, 4 CDs ist ordentlich, aber so ein Final Fantasy dauert ja für gewöhnlich so, weiß nicht, 60 Stunden oder so. 180 Parts. Bei mir wird in dem Tempo wahrscheinlich das Dreifache rauskommen, ne? Ja, Pech gehabt, ne? Schaltet doch ab. Geht auch auf irgendeinen Wix-Kanal, wenn euch das stört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.